Sie können sich darauf verlassen, Herr Major. Jawohl, geht in Ordnung. Der Tag bei den Heeresfliegern beginnt mit dem ersten Hahnenschrei. Irgendwo in einem großen Waldgebiet hat ein gepanzerter Spähtrupp Unterstützung durch Hubschrauber angefordert. Ein Alle 2 wird pünktlich um 6.30 Uhr bei dem Geländepunkt Grashalm landen. Präzision und Pünktlichkeit. Das sind die beiden Eigenschaften der Heeresflieger, die diese Waffengattung in ganz kurzer Zeit zum unentbehrlichen Helfer auf dem Gefechtsfeld gemacht haben. Mobile Tower, this is Quebec Whiskey 741, ready for takeoff, over. Quebec Whiskey 741, this is Mobile Tower. Wind 150 degrees, 7 knots, you are cleared for takeoff, over. Cleared for takeoff. Der Start ist freigegeben. Hier gibt es keine kilometerlangen Betonpisten. Der Heeresflieger muss sich den jeweiligen Gegebenheiten des Gefechtsfeldes anpassen. Umso größer sind die Anforderungen an sein fliegerisches Können. Waldlichtungen und Schneisen, das sind seine Flugplätze. Der Kurs der Heeresflieger führt meist über das eigene Gebiet. Hier sollen sie Helfer des Heeres sein. Bis heute hat der Hubschrauber noch keine eigene Kampfaufgabe. Aber die Entwicklung lässt sich noch nicht überblicken. Hier irgendwo muss es sein. Stimmt. Grashalm ist erreicht. Punkt 6.30 Uhr setzt die Alouette 2 ihre Kufen auf den morastigen Waldboden. Der Auftrag für den Panzerspähtrupp lautet, auf dem Gefechtsfelde einen bisher von eigenen Truppen unbesetzten Geländeteil aufzuklären. Wozu das Panzerfahrzeug Stunden benötigen würde, das schafft der Hubschrauber in Minuten. So ergänzen sich Panzeraufklärer und Hubschrauber in geradezu idealer Weise. In Baumgipfelhöhe oder im Höhenflug. Der Spähtruppführer gewinnt in kürzester Zeit einen Überblick über diesen Teil des Gefechtsfeldes, indem die Führung zur Fortsetzung des Gefechtes die Luftlandung eines Bataillons Panzergrenadiere befohlen hat. Inzwischen startet eine Do 27. Um den Verbindungsoffizier des Hubschraubertransportverbandes zum Bataillonsgefechtsstand der Panzergrenadiere zu fliegen. Der Lufttransport eines ganzen Bataillons ist ein ungeheuer kompliziertes Unternehmen. Auch hier ist Präzision oberstes Gesetz. Der Verbindungsoffizier trifft an Ort und Stelle die notwendigen, genauen Absprachen und unterrichtet die Panzergrenadiere über die Verhältnisse im Landeraum. Startbefehl für die Pfadfindertrupps, die vorausfliegen, um den Landeraum vorzubereiten, die anfliegenden Transporthubschrauber einzuweisen und die Landung zu sichern. Inzwischen werden bei den Transporthubschraubern die Motoren angelassen. In wenigen Minuten wird die Startfreigabe erfolgen. Start. Die Transporthubschrauber, hier vom Typ Vertol, scherzhaft auch die fliegende Banane genannt, fliegen zu den Plätzen, an denen sich die Panzergrenadiere für das Aufnehmen bereithalten. Inzwischen nähern sich die Pfadfindertrupps bereits dem Landeraum. Nicht immer gibt es so markante Anhaltspunkte für die Navigation. Nicht immer herrscht solch strahlendes Wetter. Von der Genauigkeit der Navigation der Hubschrauberpiloten des Pfadfindertrupps wird es abhängen, ob der zu landende Verband auf die Minute und den Meter genau dort eintrifft, wo ihn die Führung für das Gefecht benötigt.
Waffen und Geräte des Pfadfindertrupps werden entladen. Es gilt, in kürzester Frist alle für die Sicherung der Landung notwendigen Punkte zu besetzen. Passagier- und Ladelisten werden an die Unterführer ausgegeben. Dann ein letzter Uhrenvergleich. Der Verband der Transporthubschrauber muss bereits im Anflug sein. Mit der Genauigkeit einer Stoppuhr taucht der Verband auf. Auf anderem Kurs der Werktolverband, der nach dem Aufnehmen der Soldaten bereits im Anflug auf den Landeraum ist. Genau wie die Sigorskis, in denen sich die Panzergrenadiere schon wie alte Hasen des Lufttransports fühlen. Hier landen, signalisiert ein Pfadfinder dem anfliegenden Transportverband. Eine andere Kompanie soll am Rande eines Dorfes gelandet werden. Nach Funkmeldungen haben die Pfadfinder Fliegersichtzeichen ausgelegt. Und da ist das Landezeichen auch. Als wäre es tausendmal geübt, so läuft das Landemanöver in beispielhafter Ruhe und Ordnung ab. Die Besatzungen der Hubschrauber verstehen ihr Handwerk und sie sind stolz darauf. Die Außenlasten werden ausgeklinkt. Die Panzergrenadiere machen sich zum blitzschnellen Verlassen der Maschinen bereit. Denn die Hubschrauberpiloten haben in jedem Falle den Auftrag, sofort wieder zu starten, um ihr wertvolles Fluggerät möglicher feindlicher Waffenwirkung zu entziehen. Der Verbandsführer meldet, Auftrag ausgeführt. Es war ein Auftrag wie viele andere, die den Alltag der Heeresflieger ausmachen. Den Alltag der Helfer im Gefecht.